Ihr zwei glaubt also wirklich, ihr wärt im Paradies. Das werde ich euch schon noch austreiben. Nördlich der Alpen bringt Orkantief Andrea jetzt hingegen prall gefüllte Schneewolken. Und die laden ihre Last zwischen Vorarlberg und Niederösterreich ab. Besonders kräftig schneit es morgen Vormittag im Bergland zwischen dem Arlberg und dem Salzkammergut. Die Schneefallgrenze liegt dabei um die 500 Meter. In Wien und im Burgenland bleibt es zwar überwiegend trocken, dafür wird hier morgen stürmischer Wind. Am Nachmittag geht es entlang der alten Nordseite tiefwinterlich weiter. Es fällt enorm viel Neuschnee. Am meisten gibt es in Vorarlberg und Tirol. Hier kommen bis am Abend 80 cm zusammen. Auf den Bergen sind es sogar über 100 cm Neuschnee. Am Samstag ist der große Sturm dann vorbei. Es bleibt allerdings ziemlich windig. Und auch wenn die Temperaturen momentan gar nicht so zapfig sind, mit dem heftigen Wind fühlt sich das Ganze eisig kalt an. Da werden aus plus einem Grad gleich mal minus 10. Also wer sich auf die Piste wagt, gut einpacken. Am Samstagvormittag gibt es eine kurze Regen- und Schneepause. Ab Mittag beginnt es dann an der alten Nordseite aber schon wieder zu regnen und oberhalb von 500 Meter zu schneiden. Der Sonntag wird sich schon mal.